Pünktlich zum Sonntag gibt es dann auch mal eine längere Tour. Ich hoffe nicht zu lange, ansonsten muss ich das doch mal cutten, weil wir haben einen neuen Auftrag angenommen von Taranto nach Messina. Es ist 6:33 Uhr und die Tour führt uns hier von Taranto über die A2, müsste das sein, glaube ich. Ja, A2. Hier runter. Hier werden wir aber wohl auf Land fahren, denke ich mal. Nach Messina. Ja, da bin ich mal gespannt. Hier unten waren wir ja noch nicht. Und da gibt es sogar eine Fährverbindung von Palermo nach Napoli. Das ist ja schon mal ganz nice. Aber dass es keine Fährverbindung hier rüber gibt, kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Okay, das soll uns ja jetzt nicht jucken. Wir wollen ja hier runter nach Messina. Geladen haben wir schon. Brauchen jetzt nur noch losschnurren. So, tanken werden wir wohl nicht brauchen. Nein, hier passt ja einiges rein in unseren schicken Volvo. So, hier ist alles tutti. Und dann fahren wir hier runter von dem Firmengelände. Hier ist auch noch keiner da. Das ist ja morgens 6:30 Uhr, ne? Obwohl hier ist schon reges Treiben. Auf der Straße. Güterverkehr muss rollen. Sei es auf der Schiene oder auf der Straße. Ja. Und da habe ich ja noch gleich ein richtiges Thema für. Verkehr auf der Straße und ja, die lästige Diskussion um den Diesel. Ich denke, da wird jeder seine eigene Meinung haben. Ich fahre ja nun seit 6,5 Jahren Diesel und ich möchte nicht mehr ohne sein. Vorher hatte ich ja, vor meinem Opel Insignia, hatte ich ja mir einen Corsa geholt. Arbeitsbedingt als Diesel. Und was machst du denn da? Ab und zu brauchen wir halt mal zwei Autos, meine Frau und ich. Und das ist immer sehr schön, wenn meine Eltern fahren immer so im Dezember, fliegen die in Urlaub. Da haben wir dann noch die B-Klasse von denen zur Verfügung, Mercedes B-Klasse. Den fahre ich dann meistens. Und es ist wirklich ein Graus. Wenn man sieht, dass die Karre da 9 oder 10 Liter im Stadtverkehr verbraucht, da steht man mehr an der Tankstelle rum als alles andere. Und tanken ist dementsprechend teuer. Erstmal durch den höheren Verbrauch und die höheren Kosten. Und die Autoindustrie gaukelt uns, hat uns vor Jahren noch vorgegaukelt, fahrt Diesel, ne? Damit helft ihr dem CO2 und jetzt kommt die ganze Feinstaubdiskussion da rein. Ja, super Sache. Falls ihr es nicht wisst, Diesel ist ein Neben- oder ein Abfallprodukt von der Benzinherstellung. Und ich sage es mal so, es ist schon eine Frechheit, dass Vater Staat uns vorschreibt, wir sollen Benziner fahren und ansonsten schließen sie uns aus den Städten aus. Selbst alle Behördenfahrzeuge sind alles Dieselfahrzeuge, außer jetzt von irgendwelchen Bürgermeistern. Unser Bürgermeister selber fährt auch ein E-Auto. Ja, E-Autos erstmal teuer und die Batterieherstellung, das vergeigt auch Ressourcen ohne Ende. Batterieherstellung ist auch nicht gerade umweltschonend. Und da platzt mir einfach der Kragen. Da platzt mir der Kragen. Euro 6 Fahrzeuge sollen erstmal noch ausgenommen sein von der Regelung, dass die trotzdem in den Städten fahren dürfen. Allerdings habe ich heute Morgen schon gelesen, dass es schon Pläne auf dem Tisch gibt, wo Euro 6 nicht rein soll, sondern nur noch die neue Euro 6D. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos die Euro 6D-Norm bisher erfüllen. Es müssen ja schon Autos sein von, was weiß ich, Baujahr 17
Und da denke ich mal auch noch nicht alle. Das ist ein Riesengeschäft wieder für die Autoindustrie, die uns belogen und betrogen hat. Sei es der VW-Skandal und alles. Also da platzt mir echt der Sack. Da platzt mir echt der Sack. Der kleine Mann ist immer der Gearschte. Sollen doch mal die ganzen Behörden, Polizei, Feuerwehr und alles, sollen die doch auch alle auf Benziner umstellen. Alleine was das für ein Mehrkostenaufwand durch Kraftstoff ist. Aber nein, Vater Staat lässt sich das natürlich sagen, oh nee, die sind davon ausgenommen. Auch Lieferbetriebe, Zulieferbetriebe und dergleichen. Nur der kleine Mann muss bezahlen. Eine Riesenschweinerei, wie ich finde. Naja, aber wie so immer, wir können ja nichts machen. Der Deutsche geht ja nicht auf die Straße. Hab ich hier noch Kaffee? Nein. Kaffee auch alle. Wieder so ein Problem. Und auch alle Güter auf die Schiene zu bringen, weil die Straßen sind ja auch ausgelastet ohne Ende, geht auch nicht, weil ich arbeite ja bei Eisenbahn. Die Strecken sind schon dermaßen ausgelastet und dann bringen die den nächsten Klops die Politik und sagt, freier Nahverkehr für alle. Alles klar. Erstmal sind die Züge, wo ich fahre, sowieso alle schon proppevoll. Die Strecken sind ausgelastet, also die Eisenbahnstrecken. Da ist gar nicht Platz mehr für noch mehr Züge. Sieht man beispielsweise auch im Fernverkehr. Wo ich damals bei der Eisenbahn angefangen habe, da sind die ICEs alleine gefahren. Heute gibt es nur noch diese Doppeltraktion, das heißt zwei ICEs, damit die überhaupt die Leute transportieren können. Und mir würde als Kunde sowieso der allerwerteste platzen, wenn ich erstmal eine richtig Kohle zahlen würde für ein Ticket und dann freitags und sonntags schön im ICE auf dem Boden sitze, damit ich überhaupt irgendwo sitzen kann. Und da kommen die noch mit freiem Nahverkehr. Ist ja wohl logisch, dass dann einige mehr Leute mit dem Zug fahren, weil es nichts kostet. Und Nahverkehr ist sowieso schon ein Zuschussgeschäft. Das heißt, die fahren sowieso im Minus und dann würde es ein noch größeres Minus geben. Das natürlich wieder der Steuerzahler zahlen muss. Ganz toll. Naja, ich rege mich hier schon wieder auf. Dabei fahren wir hier doch entspannt durch Süditalien. Die Sonne scheint. 26 Grad. Okay, da sind es jetzt auch noch nicht 26 Grad. Aber ich denke mal, da unten werden die auf jeden Fall schon jetzt im März 16, 17 Grad haben die bestimmt schon. Eher sogar noch mehr. Ach ja. Nun gut denn. Tuckern wir hier mit 50 lang. So, ordentlich was los hier auf der Straße. Hinter uns ist ja auch alles voll. Oh. Oh Mensch, Kollege. Fahrt ihr noch langsamer? Bisschen Abstand mal halten. Ach, hier ist ein Kreisel. Jetzt können wir mal Licht ausmachen hier. Wir müssen geradeaus. Alles gut. So. Naja, und dann sind die Dieselfahrzeuge ja momentan auch extremst günstig zu haben, gerade Euro 5. Aber ich habe, wie gesagt, Euro 6 und ich werde den auch nicht verkaufen. Dann, wenn ich davon betroffen bin, irgendwo hinfahre, wo Dieselverbot ist halt in der Stadt, dann fahre ich halt woanders hin. Dann kriegen die mein Geld halt nicht. Bin ich nicht drauf angewiesen.
Ich fahre ja oft nach Hannover und Hannover möchte sich daran beteiligen. Und dann fahre ich halt nicht nach Hannover. Und die möchten das ja auch gerne durchsetzen, Hannover. Aber das Land Niedersachsen möchte das nicht, haben sie gestern im Radio gesagt. Jetzt wird wohl das Land gegen die Stadt klagen. Auch interessant. Hannover war ja sowieso damals führend, als es um diese Umweltzonen ging, war Hannover die erste Umweltzone. Das weiß ich noch, da hatte ich noch meinen BMW. Der hatte, das war noch ein Benziner, ich weiß gar nicht, was für eine Euronorm der hatte. Auf jeden Fall, der hatte eine grüne Plakette und da hat mich das nicht groß gestört. Aber mittlerweile ist ja sogar ein 3 Jahre altes Auto schon alt. Wenn es nach der Autoindustrie gehen würde, solltest du dir am liebsten jedes Jahr einen neuen Wagen kaufen. Unglaublich. Wer soll das alles bezahlen? Wo doch gerade die Mindestlöhne boomen. Das ist sowieso auch so eine Sache. Mit den Mindestlöhnen und die Firmen entlassen ihre alten Arbeiter und Angestellten oder zahlen denen eine Abfindung. Und was kommt nach? Mindestlohnleute, ungelernt, und dann arbeiten die für den Mindestlohn. Das ist auch so eine Ausbeutung ohne Ende. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug über Politik gefaselt. Ich hätte keine Facecam machen sollen hier, sondern so eine Pulscam. Naja, erstmal beim Reden ordentlich angestiegen. So. Das Beste, einfach keine Nachrichten mehr gucken. Das heißt, ich gucke ja sowieso keine Nachrichten, habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Fernsehen grundsätzlich nicht. Das Einzige, was bei mir läuft, ist Netflix und Amazon Prime und alle anderen Nachrichten konsumiere ich hier übers Internet. Und Tagesschau sowieso nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist alles DDR 2.0, was da gesendet wird. Wobei wir jetzt schon wieder bei den schönen Maßgesetz wären. Aber nein, wir wollten ja jetzt nicht mehr politisch werden. Wir wollen jetzt schön nach Italien fahren. Schon uns mal überlegen, wo wir unsere Werkstatt kaufen. Ich könnte ja mal kurz in die Map gucken. Können wir mal eben machen. Und mal schauen. In Rom eine Garage ist, glaube ich, langweilig. Ich würde fast sagen, entweder hier in Livorno oder in Ancona. Oder? Livorno könnte man schön nach hier reinfahren. Und auch noch nach hier, Ancona. Ja, Ancona hat man nichts. Du kommst nicht rüber und nichts. Hier kommst du noch von Napoli wenigstens da runter. Obwohl Napoli ist ja da unten. Also ich denke mal Livorno. Wir sollten mal zusehen, dass wir irgendwie nach Livorno kommen. Haben die überhaupt? Ja, haben sie. Garage zum Verkauf. Das ist gut. Sollten wir dann mal im Hinterkopf behalten. Und die Hälfte haben wir ja auch schon geschafft hier. Aber wir müssen ja noch Fähre fahren. Mal gucken, wie die Fähren hier so sind im Italien-DLC. So. Aber wie gesagt, hier die schönen Texturen hier von den Tunneln. Das gefällt mir. Das haben sie gut hingekriegt. Nicht mehr diese Billigtexturen. Aber ansonsten habe ich auch noch nie schöne Tunnel hier irgendwo im Spiel gesehen. Ob das nur der Train Simulator ist oder was weiß ich was. So, besser sind wir ja doch tatsächlich vom Regen verschont geblieben. Obwohl da hinten sieht es schon wieder so dunkel aus. Vielleicht sollte ich den Regenknopf ein wenig höher drehen.
Das sollte eh vollautomatisch sein. Da das halt nun mal im Norden halt mehr regnet als hier unten. Ne? Obwohl es dann ja auch jahreszeitenabhängig. Das darf man nicht vergessen. Und da wir beim ETS2 keine Jahreszeiten haben. Draußen, was hier so geht. Richtig Verkehr. Aber wir fahren 80. Ich habe erst ein Ticket bezahlt. In der letzten Folge war das, glaube ich, schon. Wollte ich schon wieder ein Ticket kriegen. Ich kann ja hier bleiben, ne? Ja, müssten eigentlich hier bleiben können. Alles gut. Alles gut. Catanzaro. Die fahren auch alle mit Licht. Das ist eine große Tankstelle. Da müsste auch mal ein bisschen Vielfalt reinkommen mit unterschiedlichen Tankstellen. Wäre schon ganz schön. Und richtig große Rastplätze. Und dann je nachdem, zu welcher Tageszeit man da vorbeifährt, müsste die halt leerer oder voller sein. Richtig was los, auch auf der Gegenspur an LKWs, Mensch. Jetzt klingelt nicht wirklich das Telefon, oder? Wer ruft denn hier mitten in der Nacht an? Okay, es ist 21:45. Ja, Barkley, ich habe das Telefon gehört. So, sind wir hier noch am Tunnel. So ein Anrufbeantworter ist doch schon toll. Gleich Brücke hinterm Tunnel. Ja, nice. Wow. Was ein Konstrukt. Und da hinten bauen sie schon eine neue Brücke und einen neuen Tunnel. Das ist ja cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen auf die andere Spur. Da kommt gleich eine Abbiegespur. Und dann können wir doch hier bleiben. Mir sieht gut aus. Sieht gut aus. Da ist ein Rastplatz. Und eine Tankstelle. Hier müssen wir ja auch lang. Wow. Das kam spät. Wow. Heftig. Oh. Oh. Schön. Schön. So, guck mal, haben wir noch den ersten Teil unserer Reise vollbracht hier. Und da drüben, wo sind wir denn jetzt hier genau? Gucken wir nochmal auf der Karte. Das dauert immer so lange. Ah, alles klärchen. Dann können wir schon fast nach Messina gucken.
Ja, aber ich glaube, da fahren wir dann in der nächsten Folge morgen hin. Dann müssen wir halt zwei Folgen machen. Oh, hier wird aber kräftig getankt. Und dann würde ich sagen, bis morgen, Leute. Euch noch ein schönes Restwochenende. Und nehmt mir nicht mein politisches Gelaber so zu Herzen, aber ihr könnt ja mal euren Senf dazu geben. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss und ciao, ciao.